justice is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Ja, hallo, ich wollte nochmal auch Danke sagen für alle, die gespendet haben. Und ja, einer hat mir irgendwie als Betreff noch reingeschrieben, ein Bibelvers, den lese ich jetzt mal vor. Die Version aus der Lutherbibel von 1912 nehme ich, weil die mir am besten gerade gefällt von denen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wunderbar, also ich finde auch, es ist ein schöner Vers, insofern, ja, also das unendliche Bewusstsein oder allmächtige Bewusstsein Gottes hat also im Prinzip einen Teil von sich gegeben, damit alle daran glauben können und damit die Menschen verstehen, beziehungsweise damit nochmal gemerkt wird, dass da noch etwas Größeres ist, das uns gut will und eben nicht, dass die Welt nicht nur Leid und Scheiße ist. Und ich denke mal, das ewige Leben bedeutet halt auch, dass man nicht auch schon während dem Leben tot ist, sondern eben lebendig lebt und sein Leben auch auslebt und sich nicht von anderen ausreden lässt, dass man das Leben genießen darf und dass man liebevoll sein darf. Und das beinhaltet auch, die Menschheit zu lieben, auch wenn das manchmal schwerfällt, wenn man sieht, wie viel Scheiße wir bauen. Und das beinhaltet auch, dass wir alle Tiere und alles Lebendige lieben. Deswegen mag ich auch Veganer, weil die wollen ja die Tiere schützen. Ja, und das bedeutet aber auch, dass man aus Liebe zu diesem Planeten eben nicht 50 Kinder macht, sondern lieber nur ein oder zwei, sodass wir den Planeten nicht überlasten und so weiter und so fort. Also den Rest könnt ihr euch ja denken. Deswegen, ja, ich habe mich entschieden, so transparent wie möglich zu sein, ohne zu viel von mir preiszugeben oder Menschen zu zeigen, die nicht gezeigt werden wollen. Und deswegen habe ich das jetzt, mache ich jetzt mal dieses Video. Ihr müsst es nicht sehen komplett, wenn ihr keine Zeit dazu habt, dann ist es nicht so wichtig. Aber wenn ihr nochmal überprüfen wollt, ob der Typ da wahrhaftig ist, dann guckt euch das gerne an und dann könnt ihr sehen, wie es bei mir aussieht und wie es um mich steht auch, weil es ändern sich ja auch Sachen und es bleibt nicht alles immer gleich scheiße, sondern manchmal sieht es scheiße aus, dann wird es wieder besser und trotzdem gibt es noch viel zu kämpfen für mich und ich muss da noch einiges hinter mich bringen, bevor ich irgendwie, sag ich mal, sagen kann, dass ich erfolgreich bin, aber es geht auch gar nicht nur um Erfolg, es geht eher mehr auch darum, dass mal irgendwie, ja, dass mein Leben nicht nur aus diesem ständigen Psychoterror besteht, den dieser Staat oder dieses System oder was auch immer auf mich ausüben seit Jahren. Auch da werde ich sicherlich nochmal näher drauf eingehen. Ja. Von einem Spender das hier. So, diese 25 Euro waren laut ihm zur freien Verfügung. Also dieses Geld war laut ihm zur freien Verfügung. So, dann habe ich von dem Rest, was ich noch auf dem Konto hatte, und dem habe ich mir hier ein paar Teile für das neue Longboard gekauft. Und hier ist noch von einem Spender und hier von einem Spender. Das hier ist der Verkauf von dem Flohmarktladen, den wir haben. Das habe ich schon zum Großteil wieder abgegeben. 5 Euro davon stehen noch zu meiner Verfügung. Und diese 30 Euro werde ich jetzt überweisen an die Staatsanwaltschaft Koblenz in eurem Beisein, damit ihr das wisst. Und das werde ich jetzt jedes Mal so machen, wenn ich Geld von euch gespendet bekomme. Es sei denn, ihr sagt explizit, dass das gespendete Geld auch für andere Sachen verwendet werden darf. In dem Fall schiebe ich vielleicht ein bisschen oder lasse das halt einfach als Plus gelten und lasse die Raten weiterlaufen, die ich habe, die dahin laufen. So, die Raten
Sind hier Dauerauftrag, zwei Daueraufträge gibt's schon, die anderen sind noch nicht, habe ich noch nicht angefangen zu zahlen, weil das jetzt noch nicht drückt, aber das kommt demnächst dazu. Das werden wahrscheinlich nochmal 55 € sein und nochmal 150 €, also insgesamt 200 €. Dann bin ich bei monatlichen Raten von über 300 € ungefähr. Das heißt, dann bleiben mir wahrscheinlich noch 70 € zum Leben im Monat. Und wenn ich keinen Job finde, dann sieht es halt wirklich mau aus. So. So, das waren 30 €. Betrag. So, vielen Dank, wir haben Ihren Auftrag entgegengenommen. Steht da jetzt. So. Das jetzt, also ich glaube, es ist schon bewiesen, dass ich das jetzt auf jeden Fall verwendet habe, um diese Scheiße abzubezahlen, ja. Ansonsten ist auch jede andere Erleichterung für mich eine Erleichterung, weil Existenzminimum ist nun mal nicht Reichtum. Man kann sich nicht eben mal neue Schuhe kaufen oder sonst irgendwas. Ja, aber es wäre ja schon schön, wenn ich wenigstens das bekommen würde. Bekomme ich aber nicht, weil ich diese Scheiße auch noch bezahlen muss. So. Und jetzt könnt ihr mich gerne auslachen, fertig machen und auf Boden zertreten, aber ich bin der Meinung, dass ich nicht verdient habe, noch mehr kaputt gemacht zu werden. Die haben sowieso schon genug Scheiße mit mir gemacht, die letzten paar Jahre. Ja, und damit ihr wisst, dass ich auch nicht irgendwie noch Sachen habe, die ich jetzt wirklich gewinnbringend verkaufen könnte. Also die Sachen, die ich habe, sind alle irgendwie kaputt und gebraucht. Das lohnt sich kaum, über eBay die noch zu verkaufen. Und ich habe Erfahrung, ich habe über eBay schon auch eine Zeit lang Business betrieben, 3 Monate lang auch davon gelebt, bis ich Privatinsolvenz gegangen bin. Und es ist nicht einfach und es bringt nicht so viel, gebrauchte Sachen wieder zu verkaufen. Vor allen Dingen nicht Technik. Und das ist eigentlich das einzige Wertvolle, was ich habe. Die Möbel, die ich habe, die sind ein Schrott wert. Und ich weiß nicht, was ihr wollt. Irgendwie, ich versuche halt irgendwie mein Leben zu leben und ich versuche halt mehr zu machen, als nur vor dem Fernseher rumzuhängen und Bier zu trinken. Und dafür werde ich scheinbar bestraft. Ja, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Es gibt YouTuber, die mit Scheiße Millionen verdienen. Es gibt irgendwelche Börsenmakler, die machen fast gar nichts. Sie lassen Computer für sich arbeiten und verdienen sich damit eine goldene Nase. Und ihr gönnt mir nicht, dass ich irgendwie meine letzten 5 Sachen hier habe und wenigstens versuche, mein Leben ein bisschen zu erfüllen mit dem, was ich eigentlich gerne machen würde, nämlich Kunst und Gemüseanbau und ein bisschen Selbstversorgung und ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt, ey. Also vielleicht seid ihr ja auch einfach nur neidisch darauf, dass ich es wenigstens versuche hinzubekommen für mich. Auf meine Art und Weise, auch wenn die vielleicht nicht für jeden so ganz verständlich ist oder so. Naja, mal abgesehen davon, nebenbei kämpfe ich auch noch mit all meiner Kraft für den Frieden und versuche den Krieg zu verhindern. Ich weiß nicht, was ihr, also ich habe halt kein Auto, um nach Russland zu fahren oder irgendwelche Friedenskonvois mitzumachen oder so. Ich kann höchstens mal da irgendwo hintrampen. Aber bisher hat sich gezeigt, dass halt die geistige Arbeit, die ich mache, aus meiner Sicht gesehen effektiver ist. Und wegen meiner Ex-Freundin konnte ich bisher halt auch selten raus. Die wollte nicht so gerne viel Action haben, weil das für ihre Krankheit schlecht war. Und ja, ich bin auch depressiv und habe halt Probleme. Das heißt,
Es geht auch nicht immer, dass ich mich überall hinbewege. Ich habe eine Zeit lang auch dadurch, dass ich vom Geheimdienst gequält wurde und Morddrohungen bekommen habe, Angst gehabt, in Großstädte zu gehen und solche Sachen. So, die habe ich jetzt gerade erst überwunden und ich rappel mich gerade, ich arbeite mich gerade aus diesem Mist hier raus und dann kommt schon wieder der Nächste und haut mir irgendwas rein oder haut nochmal oben drauf. Das ist wie dieses komische Spiel, nennt man, glaube ich, in Englisch Whack-a-Mole, immer wenn man den Kopf rausstreckt, bäm, nochmal drauf. Naja, so ist das. Okay, also ja, genau, und ja, schaut euch ruhig an, wenn es euch interessiert, was ich für einen Schrott habe. Aus dem Schrott kann man nicht mehr so viel machen und außer den halt benutzen, solange er noch funktioniert. Und ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich den Schrott habe, weil vielleicht kann ich damit ja auch noch ein paar gute Projekte machen. Vielleicht ergibt sich ja sogar mal ein Filmprojekt. Ich könnte theoretisch zu Hause auch einen Film in Surround Sound mit Surround Sound abmischen. Also könnte man da mal so einen Kurzfilm drehen, der anspruchsvoll gestaltet ist. Mit Amateurkameras natürlich. Und ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist alles möglich, ist alles machbar und ich schaue halt, was sich ergibt. So alleine kann man halt nur wenig auf die Beine stellen. Ich bin halt nicht so der Mensch, der irgendwie immer 20, 30 Leute um sich schart. Irgendwie bin ich halt dafür ein bisschen zu schwierig von der Persönlichkeit oder vielleicht ist es auch das Asperger-Syndrom. Ach so, übrigens, Asperger habe ich auch noch einen Beweis für. Also es ist halt nachgewiesen, auch laut Marburger Skala, dass ich Asperger-Syndrom habe. Egozentrisch, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die das nicht sind. Egozentrisch heißt ja eigentlich auch nur, dass ich mich halt auf mich selbst konzentriere. Also zuerst einmal, ja, das ist das Letzte, was übrig ist von meinem alten Longboard. Es wurde vor circa einer Woche geklaut. Irgendwie aus Böswilligkeit oder Neid oder sonst irgendwas. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Hauptsache mir eins auswischen, weil wert war es ja fast nichts mehr. Es war an der Stelle hier hinter der Achse gebrochen. Sah auch da schon nicht mehr so aus. Ich hatte ein Brett drüber gemacht, um eben noch ein bisschen damit fahren zu können und hatte irgendwie schon gebangt, dass ich nur noch so lange damit fahren kann, bis ja, dass ich noch nicht mal mehr lang genug damit fahren kann, bis ich mir ein neues leisten kann. Und das hat sich zum Glück aufgelöst, weil ja die Polizei mein altes iPhone freigegeben hat, das ich irgendwie von denen abgenommen bekommen habe. Und das konnte ich ja dann eintauschen gegen das iPhone 5, was ich jetzt gerade in der Hand habe, und 270 €. Und von diesen 270 € habe ich mir ein neues Longboard gekauft, das ich euch später gerne zeige. Für mich ist ein Longboard wie für euch ein Fahrrad oder ein Auto. Ja, nur so zur Info. Das ist für mich halt das Fortbewegungsmittel der Wahl. Ich brauche das auch dafür. Ich bin halt vielleicht nicht so demütig wie manche, die dann auch zur Not barfuß laufen. Ich finde aber auch, dass man sich nicht quälen muss. Und eigentlich bin ich ursprünglich Snowboarder, habe aber weder Geld dafür noch die Möglichkeiten, hier in der Nähe regelmäßig zu fahren. Und ich habe auch noch ein altes Snowboard, das ist aber kaputt, dafür bekommt man gar nichts mehr. Das habe ich irgendwie für, was weiß ich, 100 € damals gekauft. Jetzt bekommt man gar nichts mehr dafür. Das war auch gebraucht. Fast alles, was ich habe, ist gebraucht. Ich habe mir kaum was Neues gekauft in den letzten Jahren. Die einzigen zwei Dinge, die ich mir wirklich neu gekauft habe, die größere Anschaffungen waren, sind dieser Ashdown-Verstärker. Der hat damals 400 € gekostet und den habe ich damals gebraucht, weil ich in einer Band war, die auch Auftritte gemacht hat.
Das war noch während meiner Ausbildung zum Physiotherapeut. Und den habe ich mir auch größtenteils vom Mund abgespart. Das heißt, ich habe dann halt einfach ernährungstechnisch langsam gemacht, damit ich mir den leisten konnte. Und ich habe halt noch irgendwie eine Gymnastikgruppe gehabt, wo ich 50 € im Monat verdient habe. Aber es war nicht der Rede wert. Ja, und diese Kopfhörer, die habe ich mir mal gekauft, weil ich weiß, AKG-Kopfhörer sind robust. Ihr seht, die sind auch schon diverse Male repariert worden. Bei mir müssen alle Sachen immer sehr viel aushalten, sonst gehen die schnell kaputt. Und man kann das Kabel austauschen, deswegen kaufe ich die immer, weil die Kabel gehen am schnellsten kaputt. Ne? Wie ihr seht, das Kabel ist auch schon ein bisschen kaputt. Und nur wenn man die Kabel austauschen kann, spart man Geld. Im Endeffekt habe ich, bis ich 18, 19 war, jedes Jahr 100 € für Kopfhörer fast ausgegeben, weil ich immer irgendwie billige Kopfhörer für 20 € gekauft habe, aber alle paar Monate neue brauchte. Und dann habe ich irgendwann Schluss damit gemacht und habe mir diese AKG gekauft. Die sind aber sehr unpraktisch für unterwegs, weil die schnell vom Kopf fallen. Und ja, ein ziemlich langes Kabel haben. Und deswegen habe ich mir, als ich das letzte Mal arbeiten war, als ich das letzte Mal eine Arbeitsstelle hatte, habe ich mir die gegönnt. So. Ja. Dieser Bildschirm hier ist auch ein Ausstellungsstück gewesen. Der hat nicht viel gekostet, unter 200 €. Den habe ich mir vor einem Jahr gekauft. Dieser Laptop, der ist mit Wasserschaden gekauft und selbst repariert. Ich habe selbst den in alle Einzelteile zerlegt und die Platine mit Isopropylalkohol abgewischt. Ja. So, hier die Festplatte. Die ist auch schon 4, 5 Jahre alt. Weiß gar nicht mehr, wie viel die gekostet hat. Der Verstärker ist kaputt. Da funktioniert der Lautstärkeregler nicht richtig. Manchmal funktioniert er, manchmal nicht. Eigentlich geht er nur lauter, nicht leiser. Das Telefon habe ich auch schon seit 5 Jahren. Den habe ich geschenkt bekommen. Das ist noch von meiner Mutter. Der ist auch gebraucht und alt, sehr alt. Der hat einen Gummiriemen noch und der springt ständig runter. Aber man kann damit Platten hören, wenn man ein bisschen Geduld hat. Das Bild ist vom Sperrmüll. Die Boxen sind auch gebraucht und haben weniger als die Hälfte des Ursprungspreises, also des Neupreises, gekostet. 5 sind es an der Zahl. Das habe ich für meine Ex-Freundin besorgt, weil mit der konnte ich ja nicht gut ins Kino gehen. Die hat einen Hund und sie ist halbseitig gelähmt gewesen und deswegen war es sehr anstrengend, schwierig und aufwendig, immer einen Hundesitter zu finden, ins Kino zu gehen. Wir konnten uns das ohnehin nicht leisten. Die Tastatur und die Maus sind auch gebraucht gekauft. Die Maus war schon so gelb, als ich sie gekauft habe. Also gebraucht, ne? So, weil so viel rauche ich nicht, habe ich noch nie geraucht. Das Bett hier habe ich für 150 € selbst zusammengebastelt. Die Birkenstämme habe ich sogar umsonst bekommen. Den Rucksack habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. So wie die meisten Klamotten, die ich habe. Die Schuhe sind übrigens sehr gut. Das sind im Prinzip, sehen alle meine Schuhe so aus. So irgendwie hier unten drunter kaputt und ja, wenn ihr noch ein paar Beispiele wollt, hier so kaputte Chucks, hier so Schuhe, wo unten drunter schon fast nichts mehr ist. Ja, geschenktes Regal, Teenager, Einrichtung, Sperrmüll, geliehener Teppich. Sperrmüll, geschenkt, Sperrmüll, ja, weiß nicht, genau hier, Sperrmüll, der Schrank ist geliehen, ist gar nicht meiner. Hier die großen Tannoy-Boxen, die habe ich mir mal geholt, nachdem ich privatinsolvent gegangen bin. Ich habe versucht, mich nach meiner letzten Arbeitsstelle selbstständig zu machen, wie ich auch schon mal erwähnt habe. Und dabei bin ich in die Privatinsolvenz danach. Und bevor ich in die Privatinsolvenz bin, weil mein Vermieter mir da auch nicht gerade geholfen hat, hier seht ihr noch,
wie der Kontostand kurz vor der Privatinsolvenz war, dass meine Selbstständigkeit dann nicht mehr richtig funktioniert hat, weil ich über PayPal abgezogen worden bin. Hier seht ihr Laptops, die ich damals repariert habe. Schön, ne? So. Mal auch so ein paar Laptops reparieren. Hier, da muss man natürlich genaue Fotos machen von jedem Eckchen und so. Sehr hartes Business übrigens. Ne? So. Den iMac habe ich auch verkauft damals, weil ich gehofft habe, dass ich meine Privatinsolvenz damit finanzieren kann. Quatsch, dass ich meine Selbstständigkeit damit finanzieren kann. Hier ist noch so ein Bild, wo man sieht, wie ich die ganzen Einzelteile irgendwo liegen habe. Da noch 1000 Schrauben von MacBooks. Und so lohnt sich aber alles nicht so richtig. Die Trommel ist geschenkt. Auch von meinem Vater irgendwo, vom Sperrmüll. Das Ding habe ich mir mal aus den Fingern gesaugt, weil ich irgendwie 5 Jahre lang überlegt habe, ob ich mir so ein MIDI-Keyboard mal besorge. Und dann habe ich das besorgt. Das ist nicht mir, das ist alles nicht mir. Das ist mein alter Teppich. Den habe ich auch vom Sperrmüll. Ja, ist auch fast alles nicht mir. Hier, der ist kaputt. Und hier sind noch, nur noch mal als Beweis, hier sind noch die ganzen alten MacBook-Teile von reparierten MacBooks oder so Reste, die übrig geblieben sind, die mir aber keiner mehr abkaufen wollte bei eBay. Also hat das alles nicht so viel gebracht. Also ich meine, ich habe 2 Monate lang habe ich wirklich gut davon gelebt. Muss man schon sagen. Von wegen, ja, aber 10 Stunden Arbeit am Tag und dann habe ich 2 Monate lang halt meine 1000 Euro im Monat verdient. Ist noch recht bescheiden, aber ich konnte davon leben. Ja, und das hier ist jetzt mein neues Brett. So ein Longboard hält bei mir 7 Jahre. Also das Brett an sich hält bei mir 7 Jahre. So lange soll das hier auch halten. Deswegen werde ich da jetzt auch noch irgendwie ein Loch reinbohren in die Mitte fürs Fahrradschloss, damit es nicht auch geklaut wird von irgendwelchen böswilligen Menschen. So, dann sind wir schon fast am Ende von dem, was ich besitze. Hier ist noch die Waschmaschine, die hat mir meine Mutter mal geschenkt. Aus Mitleid, weil ich mir nichts leisten konnte und meine alte kaputt gegangen ist. Und hier ist eine Spülmaschine, die habe ich 2016 für 80 Euro gekauft, weil ich halt immer für meine Ex-Freundin, die ja auch nicht so gut alleine kochen konnte, dann also für uns beide gekocht habe. Und ja, habe dann immer den ganzen Spül auch noch gehabt und so. Und damit das eben nicht zu viel wird von der Belastung, habe ich dann auch so eine Spülmaschine gekauft irgendwann, weil ich auch nur eine sehr, sehr kleine, winzige Einzimmerwohnung hatte. Und in dieser Wohnung war es natürlich kaum möglich, so sich zu bewegen. Und wenn dann die Spülmaschine nicht verwendet hat, dann war halt immer alles vollgestellt und man konnte sich kaum irgendwie entfalten, hatte keine Arbeitsfläche für die Küche und so weiter. Tja, und bevor ich es vergesse, also ich habe auf jeden Fall noch einen Bass. Und dieser Bass, den habe ich geschenkt bekommen, kurz bevor ich obdachlos geworden bin. Da wusste ich allerdings noch nicht, ob ich obdachlos werde. Aber ich habe irgendwie trotzdem Mitgefühl gehabt mit einem, der auf der Straße gelebt hat. Und es war mir auch egal, ob der Satanist war oder nicht, auch wenn ich nicht unbedingt davon begeistert bin. Von dieser Art von Glauben. Ich finde es halt nur, ja, also man sollte mal sich mit allem beschäftigt haben und sich alles mal angucken, bevor man irgendwie urteilt. Ja, und ich habe noch einen Akustikbass, den habe ich mir mal besorgt. Der ist B-Ware, da ist die Anzeichnung von den Bünden nicht korrekt, beziehungsweise irgendwas ist da nicht richtig
zusammengebaut, der verstimmt sich auch ständig. Und hier habe ich noch einen Bluetooth-Verstärker mit Batterie, weil ich mir gedacht habe, man kann ja auch irgendwie Musik machen auf der Straße. Damit hatte ich aber falsch gedacht. So wie es aussieht, muss man irgendwie 300 Euro Gebühr zahlen in fast jeder Stadt, um überhaupt mit Verstärker Musik machen zu dürfen. Ja, ansonsten wollte ich auf jeden Fall noch sagen, ja, ich kenne auch jemanden, der mindestens ein- oder zweimal am Tag mit dem Gedanken spielt, irgendjemand krankenhausreif zu schlagen, der mich schon bedroht hat, ein Messer abzustechen oder mir ein Auge auszustechen mit einem Messer, und der wegen solchen Geschichten auch schon mal beinahe im Knast gelandet wäre, und bei ihm hat seine Mutter einfach die Strafe gezahlt. Meine Eltern würden sowas nie tun, die lassen mich sowieso hängen, was sowas angeht. Finde ich aber jetzt auch nicht so falsch, ich muss halt meinen Kram selber regeln. Da sind sie ja nicht ganz verkehrt. Also ich weiß nicht, ich finde es einfach unfair. Ich kenne Menschen, die klauen Handys, um Strafen zu bezahlen oder um einfach Geld zu haben, und kaufen sich davon Drogen in Unmengen. Und ich weigere mich immer noch vehement, Menschen zu bestehlen und ihnen damit zu schaden. Ja, weil wenn du jemanden das Smartphone klaust, dann schadest du jemanden ja auch. Da sind ja auch persönliche Daten drauf und so weiter. Und ich weigere mich halt immer noch vehement dagegen, kriminelle Wege zu gehen. Deswegen versuche ich lieber den Weg, dass ich eben meine Hilfe anbiete und anbiete, auch für euch Videos zu machen, auch zu Themen, die ihr haben wollt. Und Fragen, die behaupten, ich wäre irgendwie fake oder ich würde das irgendwie, würde euch irgendwie verarschen, dass ich wenig habe oder so. Dieser Hängesessel ist auch, was weiß ich, den habe ich schon seit ich Teenager bin. Nur weil man irgendwie neidisch ist oder so oder sauer auf jemanden ist, zu behaupten, dass der einen verarscht, dass er die Leute verarscht, ist ja auch assi. Was ich letztens gemeint habe mit, ich bin ein Wanderer, ist, ich bin halt ein Mensch, der gerne unterwegs ist. Und zugeben, auch weil mein Mitbewohner teilweise gerne mal so seine Stimmungsschwankungen hat, was ob ich hier weiter wohnen darf, angeht oder nicht. Ich weiß es halt nicht. Ich versuche eigentlich, mich gut mit ihm zu halten, so weit wie es mir möglich ist. Ich bin auch nicht perfekt. Genauso wenig wie ihr sicherlich seid ihr auch nicht perfekt. Und dass es dann auch kein Problem ist, wenn ich noch länger hier bleibe. Ja, ich weiß halt nicht, was ich sonst tun soll. So. Ansonsten habe ich halt geplant, wirklich von Haus zu Haus zu gehen und meine Hilfe dort anzubieten. Das geht aber im Moment noch nicht, weil mir fehlt noch ein Zelt und mir fehlt ja, also ein Zelt für unterwegs, was leicht ist. Und mir fehlt halt noch, dass ich völlig gesund bin. Im Moment ist es nämlich so, dass ich halt noch den ganzen Tag hier Tee trinken muss und entsprechende Mittel auch nehmen muss, die antibiotisch wirken, um eine Krankheit loszuwerden, über die ich mit Sicherheit auch nochmal ein Video mache. Und ja, dann sehen wir weiter. Ich denke mal, das wird jetzt nur noch eine Woche dauern oder so. Ich bin es fast schon los. Und dann wollte ich mich im März auf den Weg machen, immer für eine Woche, damit ich dann am Wochenende wieder da sein kann, um dieses Permakulturprojekt weiterzumachen. Ja, ich habe jetzt auch auf eigene Rechnung Samen bestellt dafür und so, weil halt irgendwie doch keine Fördergelder dafür da sind, wie eigentlich mal irgendwann besprochen war. Und ja, aber ich will dieses Projekt halt vorantreiben, deswegen unterstütze ich das auch. Ja, und dann sehen wir halt mal, was draus wird, ne? Ich weiß nicht, wenn halt doch ein Haftbefehl rausgeht, irgendwann muss ich halt auch bereit sein, jederzeit alles das hier hinter mir zu lassen, auch mein ganzes Hab und Gut hinter mir zu lassen und zu verschwinden, weil ich nicht akzeptieren werde, dass die mich irgendwo hinbringen. Vielleicht bekommen sie mich ja trotzdem,
Im Moment habe ich jetzt erstmal Sozialstunden beantragt. Vielleicht muss ich dann auch nicht alles zahlen. Ja, aber das werden wir dann halt noch sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden und danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr was spenden wollt, das Spendenkonto steht im Videokomment in der Infobox. So. You are